Wow! Nee, ich habe kein Intro. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter mit Boris and the Dark Survivor. Ja, und dann gehen wir hier auch weiter. Mal gucken, was wir hier so haben. Ja, eines von diesen Gegenständen haben wir ja jetzt, aber wir können leider nicht ranzoomen oder so. Von daher, was könnte das wohl werden? Gucken, was haben wir denn hier? Yeah! Tanz Boris! Okay. Gehen wir mal weiter. Perfekt. Und dann können wir auch weiter. Dann gucken wir doch mal, dass wir hier weiterkommen. Vielleicht schneide ich das hier auch so ein bisschen zusammen. Mal gucken. Dementsprechend, was ich mache. Tag 1, immer noch. Hey, das hier lassen wir direkt mal hier liegen. Weil das können wir am Ende dann gut gebrauchen. Oh, da sehe ich schon einen. Da sehe ich schon einen Gegenstand rumliegen. Moment mal, ich muss hier ein bisschen. So. Ich habe mal ein bisschen höher gemacht. Ah, nee, das ist kein Gegenstand, das ist eine Soup-Anlage. Okay. Immer noch Tag 1, da wundert mich jetzt. Oder hat er jetzt restartet? Das wäre natürlich eher negativ. Da ist nichts drin, okay. Muss auf jeden Fall sehen, dass ich in einen Open Space mal hingehe. So, da haben wir schon mal einen Gegenstand. Da ist auch nichts drin. Da haben wir einen Gegenstand, okay. Da ist ein Subding. Alles klar. Da haben wir schon mal nichts. Also, da, Boris, da durchgehen. Da unten war. War da unten was? Habe ich da schon geguckt? Da unten ist sowas von gar nichts. Okay. Da werden wahrscheinlich zwei oder drei Gegenstände an einem Ort sein, denke ich mal. Sehr wahrscheinlich sogar, weil einer liegt da und dann werden drei andere Gegenstände wahrscheinlich auch in der Nähe sein, denke ich mal. Okay, hier ist auch nichts. Hier ist noch eine Subanlage. Ah, seht ihr, hier ist ein Gegenstand. Zack. Okay, wird ein bisschen lauter jetzt hier. Auch nichts. Okay. Wo könnte der Ink Demon sein? Momentan. Das ist halt so eine Frage für sich. Auch nur ein Versteck und ein Subding. Aber hier ansonsten haben wir nichts. Das sind alle anderen Gegenstände sind unten. Das sind die letzten zwei. Der Löffel und der andere. Das andere Ding. Tun wir mal ein bisschen. Ein bisschen ran. So. Okay. Ah ne, hier unten kann ich gar nicht. Da werde ich wahrscheinlich nach links müssen. Jo, hier ist noch ein Löffel. Gucken wir mal hier haben. Hier ist gar nichts. Okay. Der Ink Demon ist bisher auch noch nicht aufgetaucht. Von daher. Oh, hier. Eins werden wir den noch einen dieser Sachen werden wir noch untersuchen. Okay. Hat mich anscheinend gesehen. Jo. Sollte ich jetzt nicht. Oh. Suchen ihn umgehen. Jawohl. Da ist nur Soup. Oh. Huh. Ja, you better run. Jetzt kann er hier
Suche ich mir hier noch ein bisschen Sup, tue ich mal holen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen was an Puffer. Denk, Demon ist ja jetzt da weg. Guck mal, hier so ein bisschen gucken. Ist auch nichts drin. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los, ey? Hier ist gar nichts. Okay. Muss gucken, dass ich hier wieder ihn umgehe. Zum Glück bin ich ein bisschen schneller als der Ink Demon. Ja, verschwinde. Ja, und passenderweise geht er natürlich auch nach unten. Das ist schon mal eine sehr gute Sache. So. Weil dann kann ich nämlich hier auch wieder ein bisschen gucken. Aber hier gibt es keine Supplies. Gar nichts. Jetzt nehme ich mal einfach hier den Gegenstand. Zack. Und weg bin ich. Easy peasy, lemon squeezy. So, tun wir die Supplies da rein. Perfekt. Supply secured. Aber er tut jetzt nicht irgendwie speichern oder so. Das stört mich jetzt so ein bisschen. Und aber ich habe den ersten Gegenstand, habe ich ja. Ja gut, er hat doch gespeichert. Na gut, immer noch ein Gegenstand. Gucken wir mal, was die nächste Nacht gibt. Also Tag 2 müsste das dann sein. Gucken wir mal. Schauen wir einfach mal. Weil ich gehe mal da noch irgendwas freigeschaltet. Ich denke mal, das ist ein kleinerer Prozess ist das. Gucken wir einfach mal. Aha, jetzt ist Tag 2. Level 30, okay. Jetzt erstmal hier gucken, ob man auch irgendwann mal andere Missionen hat. Das würde mich mal interessieren. Gut. Gucken wir mal einfach hier. Also hier ist schon mal nix. Schauen wir mal. Hier haben wir auf jeden Fall gar nichts. Okay, das haben wir. Besten einen dieser Gegenstände tun wir schon mal nehmen. Weil das hier wäre, denke ich mal, relativ shit, wenn er das machen würde. Wenn wir hier den nehmen würden. Da ist ein Ink Demon. Oder da ist die Ink Demon. Die Ink Demon. Ah, wahrscheinlich. Okay, dann nehmen wir mal. Hier ist gar nichts, okay. Das ist auch nochmal ein Subding. Da haben wir einen Gegenstand. Hier haben wir einen Gegenstand. Jetzt haben wir nur noch zwei. Oh, da ist auch noch einer. Sehr schön. Okay, hier ist gar nichts. Perfekt, nur noch einer. Aber da muss doch irgendwas. Okay. Hier in der Nähe muss noch was sein. Ich denke mal hier links, weil unten waren fast alle Gegenstände. Also war fast komplett alle. Deswegen werden hier wahrscheinlich die restlichen Gegenstände. Der restliche Gegenstand wird wahrscheinlich hier sein. Denke ich jetzt einfach mal. Hier ist gar nichts. Hier ist auch gar nichts. Okay. Hier ist. Ah, hier haben wir was. Okay. Ich hätte das vielleicht nicht machen sollen. Hier ist, das war das letzte, der letzte Gegenstand war das. So, mal gucken. Müsste eigentlich so sein, dass ich den. Okay, ich muss sehen, dass ich das hier geöffnet bekomme. Und ihn dann umgehe. In Demon verschwinde. Muss ich natürlich erst ein bisschen abwarten, weil ansonsten ist er mir direkt wieder am Arsch.
So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Mal gucken, ob ich es jetzt schaffe. Yeah, das müsste ich schaffen. Nö. Zack, weg bin ich. Irgendwem noch vor meiner Nase gehabt. Okay. Perfekt. Würde ich sagen, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, gehen wir auch direkt wieder ins nächste Level. Mal schauen. Okay, jetzt sind wir Tag 3, Level 27. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier irgendwo in der Nähe irgendwelche in der Nähe liegenden Gegenstände sind. Weil hier in der Nähe liegende Gegenstände nehme ich schon mal nicht auf. Okay, sind schon mal relativ ähnlich gebaut, die Gegenstände hier. Merke ich schon mal. Aber hier ist irgendwie nichts Interessantes Verstecktes irgendwie. Ah, ich glaube, hier das hier nehme ich am besten. Obwohl, nee, das hier nehme ich schon mal auf. Zack. Dann nehme ich schon mal auf. Muss ich nur mal darauf achten, dass ich hier einen Gegenstand nicht aufnehme, der in der Nähe ist. Das wäre nämlich gegenteilig. Das ist schon mal nix. Okay. Okay, gut, 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 gut. Das haben wir schon mal. Den einen Gegenstand haben wir schon mal. Okay. Gehen wir mal da rein. Schauen wir mal, der Ink Demon geht jetzt nach oben. Und nicht nach unten. Nach unten geht er jetzt. Nervig. So. Trinken wir mal was. Oder nehmen wir mal ein bisschen Suppe zu uns. Okay. Dann gehen wir mal links. In der Hoffnung, dass der Ink Demon nicht nach links ganz. Ah, seht ihr, der Gegenstand ist schon mal in der Nähe. Den nehme ich schon mal nicht drauf. Weil. Ja. Genau deswegen. Damit ich das hier direkt in der Nähe habe. Okay, versuchen wir hier drüber die. So ein bisschen den Weg abzuschneiden. Okay, aber das haben wir. Boah. So. Ja, genau, geht da unten her. Genau, perfekt. Können wir nämlich hier lang wieder gehen. Genau den Gegenstand nehmen wir als letztes auf. Dann können wir nämlich in aller Ruhe können wir da alles machen. Dann nehmen wir hier die Glocke schon mal auf. Zack. Ist alles gut. Ist doch alles gut hier. Ah, der Hammer. Der neueste Scrap-Hammer gefunden. Sehr gut. Da ist schon mal nix. Da ist auch nix. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier lang. Und da ist der Ink Demon. Perfekt. Er ist keine Bedrohung, wenn er noch nicht mal schneller ist als einer selbst. Ich denke mal hier, sie wird eher. Ja, tun wir mal ein bisschen laufen, damit er wieder, in den, wieder aus der Entfernung raus ist. Ja. Und dann gehen wir rein. Jetzt kannst du nach oben verschwinden. Genau. Perfekt. Sehr gut. Jetzt gehen wir nämlich hier unten, ja. Da müssen wir nämlich als nächstes hin. Das hier. Oh, hier ist ein. Ja, ich weiß halt. Okay, hier haben wir auf jeden Fall einen Gegenstand. Zack.
unten ist gar nichts mehr, okay. Gehen wir nochmal nach oben. Oder waren wir rechts schon? Konnten wir rechts reingehen? Konnten rechts reingehen, jo. Dieser Ink Demon, ey. Manchmal nervt er. Hier wieder nach unten? Jo, sehr gut. Das sind nämlich zwei Gegenstände, die ich gerne habe. Und da weiß ich auch schon, wo der eine ist. So. Weil den nehmen wir jetzt hier auf. Und den nehmen wir hier auf und dann haben wir nur noch den einen, haben wir da nur noch. Ja, hier haben wir ja sowieso nichts mehr. Aber es wäre halt in der Nähe, irgendwie so ein Subding wäre ganz in der Nähe cool gewesen. Aber, ja. Da brauchst du dir keine Mühe zu machen, den Demon. Da du bekommst uns hier nimmer. Okay, dann nehmen wir nur noch den Gegenstand auf. Zack. Und dann muss ich nur noch hier rein. Tschüss. Dann gucken wir uns mal an, wie die Wand noch aussieht, bevor wir gehen. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Zack. Supply secured. Sehr gut. Mal schauen, was wir hier noch so haben. Ist ja alles randomhaft. Ah ja, mit 2 von 7 Gegenständen. Sehr gut. Ja, das sieht doch schon mal interessant aus. In ein obskures Gemälde oder so. Sieht schon mal ganz interessant aus. Ja, und damit würde ich erst einfach mal sagen, ich mache jetzt hier einfach einen kleinen Break. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir lieben gerne ein Abo da lassen. Daumen nach oben, teilt es mit Freunden, Bekannten. Und dann sieht man sich natürlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.